wieder? Okay. Könnt ihr mich auch alle hören? Ja, super. Herzlich willkommen. Ja, ich komme jetzt ganz komisch vor. Ich bin jetzt der Einzige, der irgendwie auf Deutsch hält den Vortrag, oder? In allen Sessions, wo ich jetzt gerade war, war alles auf Englisch. Ich hoffe, das dürfte kein Problem geben für euch. Ja, herzlich willkommen hier zum Einstieg in die Hybrid-App-Entwicklung zu einem richtig spannenden Thema. Ich habe aktuell dazu eine Roadshow. Ich bin da im ganzen Dachbereich unterwegs bei den ganzen .NET-User-Groups. Das heißt, ich komme eigentlich sogar von der dunklen Seite der Macht, von der Microsoft-Welt. Bin aber auch bei den GDGs unterwegs und jetzt bei den DevFests. Und weil es geht ja um Cross-Plattform-Entwicklung, also können wir hier auch auf Cross-Community gehen. Bevor wir jetzt starten, ein paar Wörter kurz über mich. Ich bin Bieswanger, Gregor Bieswanger. Ich komme aus weit, weit weg, Ingolstadt, aus Deutschland. In der Mitte von Bayern, zwischen Nürnberg und München, also da, wo man noch Semmeln sagt und nicht Brötchen, genauso wie hier, gell. Ich habe Anfang 2013 ein Startup gegründet, nebenbei verdiene ich mein Geld mit dem, was ich mir über 10 Jahre aufgebaut habe parallel. Ich habe Bücher veröffentlicht, Artikel geschrieben für Fachmagazine oder auch online für Heise, dass ich schreibe. Meine Schwerpunkte sind Softwarearchitektur im Fachbereich .NET, Cloud, agile Prozesse, Cross-Plattform-Apps und ja, Thema Social Media Marketing, wo ich mich stark mit beschäftige. Ja, ich bin auf vielen User-Groups unterwegs als Sprecher und Konferenzen. Und da ich da eben sehr viel aktiv war in der Community, habe ich eine Auszeichnung von Microsoft bekommen zum MVP. Das ist so die höchste Auszeichnung, die man bekommen kann, als Dankeschön eben, dass man da so aktiv ist. Und von Intel habe ich einen ja, schwarzen Gürtel bekommen, Intel Black Belt. Also MVP habe ich jetzt 5 Jahre schon, Intel Black Belt bin ich also ganz frisch. Heute geht es auch um viel Intel-Themen. Freiberuflich bin ich auch für Intel aktiv. Genau, also wer mich immer irgendwo erreichen möchte, ich bin auf allen sozialen Kanälen aktiv, about me, gregor.bieswanger. Ihr könnt mir gerne jederzeit irgendwelche Fragen stellen zu meinen Schwerpunkten oder zu dem Thema von heute. Okay, beginnen wir. HTML5 liegt im Trend. Wieso liegt HTML5 so im Trend? Ich meine, ist ja nichts Neues, HTML, Web. Warum ist HTML so im Trend jetzt, HTML5? So ein Trendthema. Keiner traut sich, was zu sagen. Ja, ich komme aus der Community. Entschuldigung? Genau, also es läuft überall auf allen gängigen Geräten. Und was noch ein wichtiger Punkt ist, dass HTML5 sich so weit entwickelt hat, dass es kaum noch irgendwelche Grenzen gibt, die zum Vergleich von der Desktop-Anwendung nicht möglich wären. Wir können mit einer HTML5-Anwendung können wir Desktop-Anwendungen bauen, wir können Hybrid-Apps bauen, wir können also sozusagen auf Hardware zugreifen, wir können Daten offline halten, wir haben ja auch sogar eine offline oder eine kleinseitige Datenbank, die uns mit zur Verfügung gestellt wird. Also es gibt fast keine Grenzen mehr, wofür man überhaupt noch eine Desktop-Anwendung bauen sollte. Und das ist halt alles die Möglichkeiten, wenn man jetzt das Standard-Web betrachtet, was so im Browser ist, da können wir natürlich noch nicht auf Hardware zugreifen, aber wir können dennoch für alle Geräte den Inhalt anbieten. Und für viele Szenarien reicht das vollkommen aus, für viele Business-Anwendungen auch, wo wir eben halt nicht auf Daten zugreifen müssen und so von den Sensoren. Dann ist halt jetzt hier die Frage, wofür denn überhaupt noch Apps entwickeln. Wir können ja überall alles über den Browser bereitstellen. Wieso sollten wir überhaupt dann noch Apps entwickeln? Vorschläge? Was ist der Unterschied zwischen einer App, zwischen einer Web-App? Performance. Super, gleich der erste Punkt. Mehr Performance. Wir haben natürlich einen besseren Zugriff auf Hardware. Ich habe es zwar ein paar Mal genannt. Also wir können vom Browser aus auf GPS zugreifen. Wir können auf Touch-Events reagieren. Was aber auch wieder jeder Browser anders handhabt. Das ist also noch ein bisschen problematisch. Aber von der direkten App haben wir die Vorteile, dass wir wirklich auf die ganzen Sensoren zugreifen können, mehr Performance. Und wenn Software und Hardware miteinander verschmelzt, bekommen wir auch nochmal eine ganz andere Lösung. Zum Beispiel die Taschenlampen-App. Wenn man startet mit der Software eben dann einfach nur das Flashlicht von einem Fotoapparat und schon haben wir eine Taschenlampe und somit verschmelzt es zu einer Lösung. Und was können wir noch machen? Wir können dann plötzlich eine Wasserwagen-App öffnen und bekommen sozusagen ein Schweizer Taschenmesser-Gerät, ein Device. Dann die Interaktion ist wichtig.
jede Plattform, ob es jetzt hier von Microsoft ist, ob es von Google ist oder Apple, jede Plattform hat ihre eigenen Schnittstellen und Möglichkeiten, den Benutzer irgendwo abzuholen, eine Notification zu senden, zu sagen, ja, hier hat sich irgendwas getan, lieber Benutzer, schau mal hier nach in der App. Wie wollen wir das im Browser machen? Da haben wir die Möglichkeit, dass wir das Tab blinken lassen. Wenn wir Glück haben, hat er noch die Lautsprecher an und dann hört man noch mal ein Ding. Aber das war es auch schon. Und ja, und so können wir halt noch mal den Benutzer überall abholen von den Plattformen. Plus, dass wir ja auch noch die Möglichkeit haben, von der App mit einer anderen App kommunizieren zu können. Oder wir lassen lokal irgendwo Logik laufen. Also das sind noch mal ganz andere Dimensionen, die wir hier nutzen können. Jetzt haben wir aber ein Problem. Der Markt ist gigantisch groß. Das heißt, wenn ich heute einen Kundenauftrag bekomme, wo es heißt, ja, wir wollen hier eine Business-Lösung auf, wir setzen hier Windows-Geräte ein zum Beispiel, wir wollen Windows Phone einsetzen und Surface-Geräte, ja, dann würde ich auch hier empfehlen, direkt nativ mit C-Sharp und XAML hier eine App aufzubauen, weil es gibt nichts Besseres wie die native Entwicklung. Umgekehrt auch bei Android. Wenn der Kunde sagt, wir setzen nur auf Android-Devices, dann würde ich hier auch mit den nativen Elementen irgendwas aufbauen. Das Problem ist jetzt, ja, leider auch gerade in der Microsoft-Welt, es gibt sehr wenig Aufträge, wo es heißt, wir wollen jetzt hier genau auf diese Plattformen setzen und Apps bauen. Das heißt, es ist in der Realität draußen sogar eher ganz anders. Man möchte irgendwo immer alle abdecken. Man möchte für alle Plattformen eine Lösung haben, auch wenn sie gerade nicht groß vertreten ist. Man möchte halt jeden abholen und ja, was zur Verfügung stellen. Und ja, wenn man das Geld nicht hat und auch die Zeit nicht, dass man sich jetzt in jede Plattform mit den eigenen Tools und den ganzen APIs dann einarbeiten muss, ja, haben wir einfach ein Riesenproblem. Vor allem ja, auf dem Markt jetzt gerade auch ein bisschen wieder, Samsung möchte oder hat schon fest beschlossen, dass sie ja nur noch auf Tizen setzen und nicht mehr mit Android weiterarbeiten möchten. Also es wird echt eine ganz spannende Sache. Es ist Krieg da draußen und wir Entwickler ja, leiden eigentlich drunter. Weil wir müssen ja genau sagen, was ist in 10 Jahren noch der Trend, wenn wir heute irgendwas neu entwickeln. Und ja, das ist halt das große Problem. Es gibt halt jetzt eben eine Lösung dafür. Eine Lösung wäre hier zum Beispiel Adobe PhoneGap. Kennt jemand Adobe PhoneGap? Fast alle. Ja, super, dann muss ich das nicht bis ins Detail erklären. PhoneGap, Riesenvorteil ist, wir haben eben unser ein Projekt HTML, also ein Code, den laden wir zum Beispiel eben in die Cloud. Können dann in der Cloud aus unserem Projekt eben native Apps erzeugen, wie wir rechts sehen. Nur ja, liegt sozusagen bei diesen nativen Apps ein Layer dazwischen. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, für jede Plattform befindet sich eine leere App in der Cloud und diese leere App hat eigentlich nichts anderes wie ein Web-Browser-Control, die wird auch Web-View genannt, im Vollbildmodus aktiv und unser HTML-Projekt wird mit diesem Browser verwebt und wenn man später dann diese App startet, wird unser Code halt automatisch ausgeführt und es fühlt sich halt dann eben an wie eine App. Aber es ist eigentlich nichts anderes, ja, wie ein Browser, der hier aktiv wird. Und das ist halt ein Problem, weil das von der Performance her, es ist halt nochmal ein Vermittler dazwischen. Das nächste Problem ist, man hat keinen Zugriff auf native Steuerelemente. Es werden halt Steuerelemente angezeigt, die ja vom Browser aus angeboten werden. Und ein Vorteil ist, wir können halt eben mit einem Code alle Welten abdecken. Jetzt ist es so, Adobe PhoneGap ist kostenlos zum Runterladen. Das ist eine JavaScript-API auch, mit der wir dann eben auf die hardware-spezifischen Dinge zugreifen können von der Plattform. Dann der PhoneGap-Build, das ist die Cloud-Lösung, die dann Adobe zur Verfügung stellt. Die ist für die erste App kostenlos, alle weiteren kosten Geld. Das heißt, das ist so das Kerngeschäft dann von Adobe in diesem Bereich. Das heißt, ich habe mal persönlich meine Vor- und Nachteile aufgelistet. Vorteil ist ganz klar, wir haben einen Code für alle gängigen Plattformen. Vielzahl von Plattformen wird unterstützt, also nicht nur iOS, Android und Windows Phone, sondern wir haben hier auch noch viele weitere Apps, Firefox OS etc., die wir mit abdecken. Wir haben eine einheitliche API für alle Geschichten, das heißt eine Zeile Code für den Zugriff auf den Kompass-Sensor zum Beispiel und es funktioniert überall gleich. Und wir haben eine sehr große Community. Ob wir jetzt irgendwo in HTML und JavaScript nicht weiterkommen, kein Problem, da findet man sehr viel im Internet dazu. Und auf
dem Open-Source-Projekt, wo PhoneGap aufsetzt, das heißt Apache Cordova. Da gibt es auch eine riesengroße Community dazu. Nachteil, das Erstellen der Apps in der Cloud ist nicht kostenfrei, wobei man eben sagen muss, das ist jetzt eben der Adobe-Aspekt. Wenn man jetzt Apache Cordova runterlädt und sich das selber mühevoll einrichtet und konfiguriert, dann ist das natürlich auch lokal möglich. Die Apps sind nur teilweise nativ, das ist ein Problem. Für jede Plattform wird ein eigener Emulator benötigt. Das heißt, wer hat denn bereits auch schon PhoneGap heruntergeladen und mal installiert und eine Hallo Welt App gebaut? Okay, fast 10, okay, würde ich mal sagen. Dann kennt ihr wahrscheinlich die Schmerzen, gell, mit dem Herunterladen. Dann möchte man für Windows Phone vielleicht auch noch was machen. Dann muss man nochmal Visual Studio installieren, dann das SDK installieren und auch noch für alle anderen Plattformen. Dann muss man das Ganze auch noch miteinander verheiraten. Das heißt, wir müssen auch noch ein Skript erzeugen, dass dann auch noch die ganzen Emulatoren angetriggert werden mit unserem Code und. Also es ist ein riesen Installationsaufwand, Konfigurationsaufwand und Einarbeitung ist auch noch stark vertreten. Man muss ja die ganzen Konsolenbefehle lernen, das Ganze wird dann mit der Konsole bedient und. Ja, dann wird auch noch für jede Plattform eine eigene Datenstruktur benötigt, wenn die mit der Konsole angelegt wird. Ein Riesennachteil sind auch nochmal plattformspezifische Funktionen müssen halt dennoch noch auch mit zusätzlichen Aufwand implementiert werden. Weil in der Windows-Welt gibt es ja die Live-Kacheln, das heißt, man kann halt beim Programm-Icon nochmal zusätzliche Informationen hinterlegen mit einem Text. Und das gibt es nur bei Windows und das muss man halt dann direkt abfragen im JavaScript-Code. Gell? Muss abfragen, läuft das jetzt gerade unter dem Windows 8-Betriebssystem, dann gib bitte die Notification weiter. Ja, und es ist insgesamt dann ein hoher Lernaufwand, wenn man jetzt hier mit PhoneGap arbeiten möchte. Es sind also einige Nachteile dabei. Jetzt hat Intel gesagt, ja, die Vorteile, die möchten wir dennoch mehr in den Vordergrund ziehen, möchten uns ein bisschen um die Nachteile kümmern und bieten dann somit eine insgesamt Lösung mit dem Intel XDK. Das Intel XDK ist kostenlos. Sind nur 130 Megabyte zum Runterladen, ist eine Click-Once-Installation und also da werden keine besonderen Frameworks benötigt. Und das Besondere ist, es läuft auf Windows, es läuft auf OS X und Ubuntu zum Beispiel, also Linux. Und es funktioniert auch nur, weil es eben selber komplett in HTML und JavaScript entwickelt wurde. Und mit dem Open-Source-Projekt Node WebKit ist es dann auch noch als Desktop-Anwendung erstellt worden. Und so kann man eigene Projekte übrigens dann auch als Desktop-Anwendung zur Verfügung stellen für die ganzen Plattformen. Das Intel XDK ist ja eben die Gesamtlösung für die Cross-Plattform-Entwicklung aus Intels Sicht. Wir haben eine Entwicklungsumgebung, die uns komplett zur Verfügung gestellt wird, sogar ein Open-Source-Projekt, das Intel App Framework, was eine besondere Stärke hat, dass es nichts anderes ist wie alle anderen JavaScript-UI-Frameworks wie Bootstrap oder jQuery Mobile, nur dass es hier nochmal darauf aufsetzt, dass es automatisch erkennt, auf welcher Plattform die App ausgeführt wird und stellt dann deren natives Theming zur Verfügung. Das heißt, die App schaut auch noch auf ein iPhone 3 aus wie eine iPhone 3-App oder auf ein Android wie eine Android-App und unter Windows wie eine Windows-App. Und das ist schon mal ein Riesenvorteil. Ja, und Intel stellt auch noch kostenlosen Cloud-Compiler zur Verfügung. Das heißt, wir können jederzeit, wie wir mögen, also Apps davon bilden lassen in der Cloud, eben dann auch für die Apple-Welt, weil das ist ja eben der Nachteil, wenn man dann kein Apple-Device hat, kann man auch keine Apps dafür bilden, aus Lizenzgründen. Also Vorteile sind eigentlich ganz klar dieselben wie bei Adobe PhoneGap. Ein Code, Vielzahl von Plattformen wird unterstützt, wir haben eine einheitliche API, sehr große Community. Jetzt haben wir nochmal zusätzlich eine Entwicklungsumgebung, die uns bereitgestellt wird. Wir haben auch von Haus aus schon sämtliche Emulatoren, die dabei sind, ohne dass wir da die noch großartig installieren und konfigurieren müssen. Das Erstellen der Apps ist kostenlos. Und das ist mein besonderes Lieblingsfeature, seitdem habe ich mich dann auch in das Intel XDK verliebt, und zwar ist das die Interoperabilität zu anderen Entwicklungsumgebungen. Das heißt, uns wird jetzt alles aus einer Hand geboten, wir müssen aber nicht alles nutzen. Das heißt, wenn wir jetzt diese Entwicklungsumgebung, das heißt den integrierten HTML-Editor nicht mögen, benutzen wir eben unseren Lieblings-HTML-Editor. Wenn wir die Emulatoren nicht mögen, weil das eben nicht wirklich die richtigen Emulatoren sind, das Betriebssystem wird darauf nicht emuliert,
sondern nur bestimmte Funktionen, das sehen wir gleich, dann können wir auch direkt nochmal nativ alles installieren und verbinden. Auch das Bilden der Apps, wenn wir sagen, wir mögen das nicht, dass irgendwas in die Cloud gejagt wird, dann können wir das auch lokal machen. Und die Freiheit, das ist, was ich besonders gerne mag daran. Ganz wichtig, alles setzt auf Apache Cordova auf. Also hier ist auch nicht, dass Intel sagt, juhu, wir erfinden jetzt hier irgendwie das Rad neu, wir machen irgendwie alles besser, sondern sie nehmen eben bestehende Projekte und machen das Beste draus. Ach ja, genau, einige native Lösungen, das heißt, Intel arbeitet natürlich immer mehr daran, dass alles noch performanter wird, weil wir ja immer einen Webplayer dazwischen haben und das wird also alles über das Intel App Framework abgedeckt. Die Rapid Application Entwicklung ist möglich, wir haben sogar einen App Designer. Wir können mit Clicky Bunti Entwicklung ganz schnell Apps bauen, ohne eine Zeile Code zu schreiben und für manche Szenarien ist das auch sehr sinnvoll, dass man sowas machen kann. Die Nachteile sind genau dieselben wie auch beim klassischen PhoneGap Cordova. Die Apps sind eben nur teilweise nativ, das heißt von der Performance nie so schnell wie eine native App. Plattformspezifische Contracts müssen immer noch mit zusätzlichen Aufwand implementiert werden. Genau. Wo können wir das Ganze bekommen? Unter xdk.intel.com können wir das Ganze downloaden und dann schauen wir uns das doch mal direkt an, was so dahinter steckt. Genau, das ist es auch schon. Es lädt und wir sehen, es wird eben sehr schön auch als Desktop-Anwendung geöffnet und so könnt ihr auch eure Webseiten, euer Projekt auch als Desktop-Anwendung bereitstellen oder eben halt als App für unterschiedliche Devices. Ich befinde mich jetzt hier am Anfang im Projektbereich. Wir haben alle wichtigen Punkte in Tabs aufgeteilt. Das heißt, die komplette Entwicklung mit App Designer und Code Editor, das befindet sich unter dem Develop Tab. Dann haben wir den Emulate Tab, wo dann die ganzen Emulatoren sind. Mit dem Test können wir es natürlich direkt auf dem Gerät ausführen. Mit Debug und Profile haben wir sogar nochmal die Möglichkeit, wirklich direkt die Performance zu messen und zu optimieren. Und beim Build können wir das Ganze dann in die Cloud jagen. Ich werde jetzt einfach mal ein erstes Hallo Welt Projekt bauen. Hier bekommen wir ja, 6 Projektvorlagen erstmal ausgewählt. Also Start with Blank Project, das ist für alle, die Designer hassen, also so App-Designer, weil Designer, die generieren natürlich immer irgendeinen Code, der nicht so schön lesbar ist. Dann gibt es eine Vielzahl an fertigen Demos, wo man dann abschauen kann, wie haben die denn das ja, umgesetzt, für eigene Ideen, zum Beispiel Argument, Reality, Location, App und so weiter, Barcode, Scanner und. Also es ist wirklich vieles Cooles dabei. Was haben wir noch? Standard-Templates, man sieht dann hier auch schon sehr schön, was man dann für ein fertiges Template bekommt. Muss ich nicht viel erklären. Man kann auch bestehende Cordova-Projekte importieren. Ich selber habe es noch nie gemacht, aber die Community hat immer gesagt, das hat so toll funktioniert. Use App Starter, das ist wieder was mit den nächsten Updates rauskommt, was mir das XDK-Team verraten hat, weil da haben sie das Ziel gehabt, irgendwie die Leute, die noch überhaupt nichts mit HTML zu tun hatten, sie abzuholen und denen das irgendwie damit zu zeigen, aber das fliegt wieder raus, weil die da dann plötzlich angefangen hatten, einen eigenständigen Designer zu bauen und das war einfach ein Schmarrn. Also das einfach vergessen. Ansonsten beginnen die Projekte ganz unten mit Start with App Designer. Machen wir doch mal hier Halloween. So heißt das Projekt, sehr kreativ, gell? Dann Create, dann wird auch schon das Projekt erzeugt. Nein, ich brauche keine Einführung der Oberfläche und wir landen auch schon direkt beim App Designer. Und erstmal werden wir gefragt, was möchten wir denn für ein JavaScript UI Framework. Von Haus aus wird von dem App Designer nur 4 Stück unterstützt. Und man sieht auf der rechten Seite auch, wie die Steuerelemente davon aussehen von dem JavaScript-Framework. Standardmäßig wird hier das Intel App Framework bereitgestellt. Das schaut jetzt hier erstmal langweilig aus, aber die Besonderheit ist hier eben, dass hier automatisch je nach Plattform dann das Theming drüber gelegt wird. Dann haben wir Twitter Bootstrap, jQuery Mobile und ja, da ist es so, wie man es jetzt sieht, außer man tut natürlich mit CSS nochmal irgendwas hinzufügen und von Adobe noch ein Projekt. Ich nehme jetzt mal das Intel App Framework und
Genau, dann befinden wir uns auch schon im App Designer. Wie funktioniert so ein Designer, wie man es eigentlich sonst auch kennt? Wir haben links unsere Steuerelemente. Kann man dann per Drag and Drop auf die Oberfläche legen. Dann können wir hier einen Titel mitgeben. Etwas unlogisch, wenn ich hier einen Titel eingeben will, muss ich nochmal extra Checkbox auswählen, aber egal. Also, dann haben wir wollten ja nicht Hallo Welt, wir wollten ja Halloween, ganz wichtig. Und dann platziere ich einfach mal noch einen Button. Und der lautet dann zum Beispiel Klick mich. Wählen wieder ein Icon aus. Haben wir es denn? Genau, und schon haben wir irgendwie unsere erste App irgendwo aufgebaut. Wir bekommen standardmäßig einen Rahmen mit angezeigt, das können wir natürlich ausblenden. Der Designer hat natürlich noch weitere Highlight-Features, gerade auch das Thema Responsive Web Design wird damit unterstützt, also das Thema Responsive. Schauen wir uns aber gleich im Detail an. Erstmal, wir haben jetzt hier unseren Button und den möchte ich jetzt mit Code verknüpfen. Das heißt, ich könnte jetzt in meinem Projekt schon irgendwo eine JavaScript-Funktion haben, die könnte ich jetzt hier auswählen. Ich habe natürlich noch keine Funktion. Ich könnte auch direkt eine HTML-Seite auswählen, dann wäre ein Paging sozusagen dabei. Was, nur noch 5 Minuten? Boah, viel zu hart. Okay. Aber ich möchte ein neues Skript hinterlegen. Okay, das heißt, ich lande dann im Code-Editor und der Code-Editor ist nichts anderes wie vom Open-Source-Projekt Adobe Brackets. Kennt jemand Adobe Brackets? Einer? Zwei? Ja. Ja, das ist auch ein Riesenprojekt, wo sie sich halt eben darauf fokussiert haben, dass man einen leichtgewichtigen Code-Editor bekommt und der Entwickler alles schön erweitern kann durch Plugins, die man auch mit JavaScript eben selber schreibt. Plus, dass er auch immer den Fokus im Editor halten kann. Zeige ich gleich noch ein paar Features. Erstmal, ich kann jetzt hier mal meine Supercode-Logik hinterlegen. So, genau. Dann habe ich hier auch noch mal ein bisschen Code hinterlegt. Ein riesen Highlight ist auch, also ich öffne mal Brackets direkt. Ich habe es auch noch mal direkt runtergeladen. Dann sehen wir auch mal, wie es ohne dem XTK aussieht. Und da habe ich auch übrigens mitgewirkt, mitentwickelt. Da habe ich eine Extension veröffentlicht. Das ist hier Zoom View. Somit kann ich immer sagen, ich habe am XTK mitprogrammiert. Aber das ist halt eben das Schöne an Open Source. Wenn einem da was fehlt, dann kann man das eben ganz schnell selber mit reinprogrammieren. Ein Fokus ist zum Beispiel das Inline-Editing. Wir haben hier irgendwo eine CSS-Klasse und wissen nicht, wo die sich genau befindet. Dann kann ich einfach mit Steuerung E das Inline-Editing öffnen und somit bleibe ich halt in meinem Fokus bei meinem Code und kann dann direkt nur an der Stelle was verändern, ja, wo mir halt was fehlt. Das ist halt einer von zahlreichen tollen Features. Das Beste ist hier auch noch die Live-Preview-Funktion, die allerdings hier nur mit dem Chrome funktioniert. Da kann ich eben direkt sehen, was ich gerade auf der Homepage verändere. Ich kann jetzt hier wieder auf Hintergrund rot ändern und er tut automatisch einen blauen Rahmen um die HTML-Elemente, wo ich mich gerade befinde. Und alles, was ich eben schreibe, sieht man halt dann direkt zur Live-Zeit. Man muss aber sagen, das sind eben nur Design-Aspekte, wo man zur Live-Zeit sieht, mehr nicht. Wenn wir mit JavaScript irgendwas ändern, müssten wir das Ganze mit F5 nochmal neu starten. Warum ich das schnell noch zeige, ist, weil das XDK-Team hat natürlich das Feature hier mit übernommen, dass man das im Browser anzeigen lassen kann, plus Firefox und ja, ganz besonders finde ich dann die erste Stelle auch, dass man es eben auch übers Device in der Live-Preview-Sicht öffnen kann. Das heißt, wir können direkt die App gestalten, während ich es auf mein Tablet oder Smartphone habe. So, das muss ich echt beeilen, Wahnsinn. Eigentlich ein 2-Stunden-Vortrag. Okay, dann gehen wir mal zum Emulate-Tab. Wir wollen ja das Ganze testen. Und das ist auch wieder ein weiteres Open-Source-Projekt und zwar Apache Ripple, was hier mit dabei ist. Und ja, es wird hier ja alle Umgebenheiten von einem OS sozusagen emuliert. Das heißt, die ganzen Schnittstellen, Auflösungen, das ganze Verhalten. Aber es ist halt, weil es eben auch webbasiert ist, es ist kein Android, was jetzt hier wirklich im Hintergrund läuft.
sieht man jetzt auch, wenn ich einmal draufklicke, ja, bekommen wir plötzlich die Messagebox direkt hier angezeigt. Es wäre natürlich cool, wenn das irgendwie funktionieren würde über das Tablet, so Hologramm raus mit einer Messagebox. Das wäre dann, die würde sich schnell verkaufen lassen. Ja, ich sehe es jetzt gerade hier auf dem Samsung Galaxy Tab. Ich öffne es jetzt mal auf dem iPhone 3 und wir sehen halt jetzt, das Intel App Framework gibt halt automatisch das Theming mit. Was aber nicht verwechselt werden darf mit den nativen Steuerelementen, die stehen trotzdem nicht zur Verfügung. Das Schöne ist, hier an den Emulator, auch der unterstützt, wenn man zum Beispiel Responsive Web Design Projekte hat. Wir missbrauchen das zum Beispiel aktuell in einem Projekt, wo wir nur mit ASP.NET MVC arbeiten, also keine App bauen, und wir testen halt hier immer unsere Website. Also ich kann jetzt hier einfach eine Website öffnen. Und dann könnten wir das auch hier testen, wie das in der Auflösung aussieht. Das ist ganz cool. Was geht noch? Wir haben natürlich hier die ganzen Sensoren, die wir testen können. Da habe ich immer mein Lieblingsbeispiel, Rolling Demo. Zwischen Projekten wechseln geht übrigens auch immer wahnsinnig schnell. Das ist so eine Demo-App, die da mit dabei ist bei diesen Projektvorlagen. Genau. Nullzeit. Ja, ich beeile mich ganz schnell. Wir haben noch eins, das Debuggen ist natürlich immer wichtig. Das sind die Google Chrome Developer Tools mit dabei. Ist auch wieder ein weiteres Projekt, was hier mit integriert wurde. Und da können wir natürlich jederzeit auch genau das debuggen, was wir da gemacht haben. Ich klicke drauf, es bleibt stehen. Wir können die Instanzen sehen. Genau, dann zeige ich jetzt nur noch schnell den Test und dann wäre ich durch. Ich habe, glaube ich, auch ein paar Minuten später angefangen. Genau, ich gehe jetzt zu dem Sync-Bereich. Das heißt, wir können natürlich direkt per USB oder Wi-Fi auf unseren Devices das Ganze testen. Oder, wie ich es jetzt auch gemacht habe, über die Cloud. Das bedeutet, es gibt für jede Plattform auch noch im Store eine App, die Intel Preview App. Genau, jetzt sieht man von mir das Windows Phone. Das wäre dann diese Intel App Preview, das heißt, die ist ja natürlich selber hier auch komplett nochmal eine Hybrid-App und ihr könnt diese auch bei euch runterladen, ein bisschen mal ausprobieren. Und da ist es auch schon Halloween. Jetzt dauert es aber erstmal, dass das gleich ladet, weil er es jetzt direkt über das Web eben ausführt. Wenn man die bildet und direkt auf dem Gerät ausführt, ist es natürlich nochmal etwas schneller. Genau, was auch noch wichtig ist, wir sehen jetzt, es ist so ein bisschen in dem Windows Phone Design, aber leider wird so die Microsoft-Welt hier auch ein bisschen im Stich gelassen. Das heißt, es sind nicht wirklich die richtigen Design-Guidelines vom Titel her zum Beispiel. Man sieht auch, hier wird er gar nicht komplett angezeigt. Das wäre aber kein Problem, das manuell zu ändern, weil es liegt auf GitHub, dieses Intel App Preview Projekt, und man kann das dann selber anpassen. Ja, und jetzt starte ich hier einfach mal den Button und wir sehen, okay, so schaut auch wirklich dann die Messagebox aus, die wir das sehen wollen. Ich habe jetzt natürlich, ich hoffe, dass jetzt hier auch das Internet noch geht, das geht, dann habe ich hier auch noch mein Android-Device, da starte ich auch noch mal dieselbe App. Da sehen wir schon, Splash-Screen wird automatisch rangezoomt. Moment, so dürftet ihr das hoffentlich richtig sehen können. Wo haben wir es denn? Halloween. Hier, ich gehe ja näher ran, dann passt es auch wieder. Und wir sehen auch hier, ist es eben mit dem Theming. Ich klicke auf den Button und yeah, Halloween hat geklappt. Boah, Wahnsinn. So kurz habe ich den Vortrag, glaube ich, noch nie gehalten. Aber ja, ganz wichtig, einfach Bild. Hier könnt ihr das dann nach oben laden. Wenn ihr irgendwo Fragen habt, ich bleibe ja da bis heute Abend, bis zur Party. Also wir haben eigentlich gesehen, Intel XDK bietet alle wichtigen Funktionen für die Cross-Plattform-Entwicklung. Es ist eine Kombination aus unterschiedlichen Open-Source-Projekten und ja, Interoperabilität wird überall geboten. Das habe ich nicht gezeigt, aber es ist ganz leichtgewichtiger statischer HTML-Code im Projektverzeichnis. Also wir sind da nirgendwo abhängig. Kostenloses Videotraining, wer über 3,5 Stunden nochmal alles im Detail lernen möchte, gibt es das komplette Videotraining zum Intel XDK bei Microsoft. Also finde ich auch cool, dass die da so offen sind und von jemand anderem da das Ganze mit integrieren. Genau, das
gebe ich euch mit, das kostenlose Videotraining. Ansonsten habt ihr noch Fragen? Ja? Ja, genau, ach, stimmt, das ist mal Frage Nummer 1 und die erzähle ich immer bei den Fragen, ja. Nee, warum macht Intel das kostenlos wahrscheinlich, oder? Und. Ja, sie wollen sich einen Namen machen im Mobile-Bereich. Ganz einfach. Also, offiziell ist die Aussage von Intel, wir haben für jede Plattform bieten wir super Hardware an und das bieten wir halt als Service. Die inoffiziell ist das Marketing, man will sich einen Namen machen in der Welt und ganz wichtig ist, es bleibt auch kostenlos, es ist auch nie geplant, dass es was kosten soll. Es gibt von Intel auch native Android-Entwicklungstools, auch die sind kostenlos und bleiben kostenlos. Betrifft aber halt dann eben nur Android. Ansonsten, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, ihr reicht mich hier jederzeit. Wichtig, ich bin auch käuflich. Wer mich mal braucht für eine Beratung, Schulung im Bereich Softwarearchitektur oder Cloud-Entwicklung, Hybrid-App-Entwicklung. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Vielen Dank.